Wie ist das, wenn du, gerade wenn du Texte schreibst, was ist so, also wie gehst du an die Sache ran? Hast du erst ein Beat auf Repeat laufen und schreibst dann dazu oder kommt erst der Text und dann der Beat dazu? Wie läuft das? Ja, also es läuft schon zuerst der Beat. Ja. Ja, es läuft schon zuerst der Beat. Und ja, es kommt drauf an. Also, entweder packt mich einfach der Beat und ich will den auseinandernehmen so. Ich denke so, boah, was für ein Teil so. Aber am besten ist, wenn ich eigentlich so eine Idee hinter dem Song habe Ja. und dann mit der Idee an den Beat komme, so wenn das auch passt vom Vibe Das heißt, einfach. du pickst deine Beats quasi auch schon der Idee entsprechend, die du im Hinterkopf hast. Ja, meistens schon, ja. Okay. Also manchmal, wie gesagt, höre ich einfach einen Beat und denke mir, okay, komm, ich nehme den auseinander so. Ja, Mann. Aber also manchmal auch, keine Ahnung, ich laufe irgendwo und dann ich denke mir so, also das und das wäre doch eine geile Idee, ich schreibe kurz auf Notizen, auf Handy, so, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. So als Thema, so vom Inhaltlichen. Ja, Mann. Ja. Du hast vorhin ein bisschen angesprochen, du hast viel Ami-Sachen gehört. Was hast du denn Ja. so? Was war denn so auf Rotation bei dir? Boah. Also lange war echt Mobb Deep übel am Start. Ah, krass. Ja, Ja, also Mann. Mobb Deep. Ich habe alle Alben von denen, auch das neueste von 2015, das kennt fast keiner. Es gibt es auch nicht mal auf Doch, Spotify. aber da finde ich dieses mit der Orgel geil. Boah, ich weiß nicht. Ah, das Das, Say das. Something. Ja. Das Yeah. finde ich richtig Yeah, schön. das ist heftig. So, Also. die haben zwar Dinger nicht mehr diese Oldschool-Beats genommen, aber ich fand's krass, wie die auf den relativ New School für die Zeit war schon New School-Beats, haben die Das war schon anders, mies definitiv. Wobei auseinandergenommen. die ja schon so einen Stilwechsel hatten, als sie bei G-Unit waren. Also, das Yeah. merkt man ja schon krass, den Unterschied Ja, auf jeden Fall. zwischen dem, was Also das davor Blood Money Album fand ich nicht so fett, das habe ich auch nicht. war. Aber ansonsten eigentlich alles krass von denen. Also die habe ich echt stark gepumpt. Ja, Mann. Ansonsten, klar, am Anfang so viel Dre, Snoop, so die Classics halt. Man hat es gemerkt vorhin an, beim, kennst du den? Also, da war wirklich, oh ja, Mann, kenne ich, ja, weiß ich, wie auch immer. Lustigerweise hatten wir vorhin noch von NWA, hatten wir es mal kurz, und da hast du ja noch das Hello angesprochen von Ice Ja, Cube. Und ja. das ist ja auf dem gleichen Album gewesen, das Can You Bounce, nee, das ist gar nicht Can You Bounce, das ist You Can Do It gewesen, Ja, genau. genau, so auf dem gleichen Album, ja. Ja, also. Definitiv. Und da merkt man auch schon so die Einflüsse, was tatsächlich gar nicht so selbstverständlich ist jetzt in der Altersgruppe, sage ich jetzt mal, in der Ja. du unterwegs bist. Also meine Jungs und so haben eigentlich auch alles. Also wir haben alle das eigentlich gehört so. Also der ein oder andere auch mehr Deutschrap oder einer mehr überwiegend Deutschrap und der andere mehr Ami-Rap. So je nachdem. Da hatten wir auch den, der übelst auf 80er Hip-Hop gestanden hat oder so. Oder steht immer noch. So, das ist mir so schon zu oldschool so. Beziehungsweise ist ja das eigentlich oldschool, weil eigentlich ist ja 90s-Rap 90s-Rap und kein oldschool. So ist Wenn man es. es Also, genau betrachtet so. ich Fand war es auch tatsächlich, lustig. Aber es ist immer so ich Ansichtssache war so. Weißt du, was ich tatsächlich, meine so? ja, yeah, für mich war das tatsächlich immer ein bisschen befremdlich, als dann plötzlich so ab 2010 angefangen wurde, von Oldschool zu reden. Und das waren halt so 99, 2000, wo ich dachte Yeah. so, okay, was ist Das jetzt los? Beste war letztens einer sagt, Dinger, Kendrick Oldschool. Ich denke mir so, Digga, wohin denn mit dir, Alter? Weißt du was? Kendrick Lamar, so, weißt du was ich meine? Ja, gut. Ist doch Ich kein meine, das ist Oldschool. halt auch das Ding, wie Ja, kommst du an die Musik ran ja. und wann, was hörst du? Und tatsächlich für den einen beginnt Oldschool schon vor 5 Jahren. So, und Ja. aber tatsächlich ist Hip-Hop halt schon mittlerweile, ich glaube nächstes Jahr werden es 50 Jahre, wo es Hip-Hop als Genre Ja, gibt. 87 ist, glaube ich, offiziell, Nee, oder? nee, Oder 89? 73. Echt? 73 war die erste Party. An den neuen. Ach so, okay. Weil ich weiß, Deswegen, Dinger, das nächstes Jahr hat Sugar Hip-Hop Hill seinen Gang. 50. Geburtstag, Ich so. glaube, Sugar Hill war doch 79, glaube ich. So Das kann offiziell, sein, so. ja. Wobei, das war die erste kommerzielle Single. Ja, okay. Da gab es schon einiges anderes. Und da hat es ja vor allem auch viel auf einfach nur auf Party stattgefunden. Du musst dir vorstellen, das war am Anfang nicht das Rappen, wie wir es kennen, sondern das ist einfach nur so quasi, da war ein DJ, der hat Breaks gespielt von Soul- und Funk-Platten, James Brown und bla. Und ganz am Anfang stand da einfach ein Typ. Der hat dann einfach gesagt, so, hey, da drüben sehe ich die, weiß ich nicht, Christina, und da drüben steht der, Nur so mit Freestyle, weiß ich so. nicht was, keine Ahnung, und hat dann im Endeffekt einfach nur die Leute begrüßt und hat gesagt, und er hat eine rote Jacke an. Irgendwann hat er angefangen zu rappen und irgendwann, also zu reimen im Endeffekt, und hat das quasi so, hat so die Leute begrüßt, mehr oder weniger. Und dann sind da so eigene Raps und Parts rausgekommen und so hat sich die ganze Sache entwickelt. Also eigentlich war als erstes der DJ, bevor es überhaupt einen Rapper gab. So, und dementsprechend gab es auch von den Anfangssachen gar keine Aufzeichnung, weil die auch gar nicht so
Das war ja eigentlich nur so ein Party-Gag, wenn du so willst, so mehr oder weniger. Und dann irgendwann hat sich das rausentwickelt, was wir mittlerweile jetzt da kennen und die ganze Sample-Geschichte und so. Und ja, genau, also wenn du da ein bisschen mehr oder wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, dann schaut euch mal Hip-Hop Evolution an auf Netflix zum Beispiel. Mhm. Lohnt sich tierisch, weil da kriegst du wirklich von A bis Z alles mal so ein bisschen vor Augen geführt. Mhm. Und wenn man sich dafür interessiert, für Musikgeschichte, also gerade was den Hip-Hop angeht, dann kommt man da definitiv nicht dran vorbei. Muss ich mal so ganz klar sagen. Ja. Ja. Und es gibt ganz viele Dokus in die Richtung. Also zum Beispiel Ice-T. Das habe ich sogar. Art of Rap. Ja, genau. Genau. Something from Nothing ist, glaube ich, der Untertitel. Auch ein geiles Teil. Und aber auch auf Disney Plus habe ich auch gesehen. Oh, ich weiß gar nicht. Gibt's eine. Ist auch so eine mehrteilige Serie. Und da sind nicht die Rapper im Vordergrund, sondern die damals, also quasi die Drogendealer und so, die damals die Kohle den Rappern gegeben haben, dass die überhaupt aufnehmen können. Yeah. Weiß ich schon so. Und das ist auch echt spannend, dann mal zu sehen, wer da so im Hintergrund ist und vor allem, was die auch so zu erzählen haben. Ja, da gibt es so viele Storys und so, das schon. Ja, ja. Also schon ich meine, das war wirklich ein Hustling-Game, weißt du, wie ich meine? Das ist nicht so dieses nette Ding, sondern da ging es schon krass zur Sache. Und das, was die in ihren Liedern erzählt haben, das war teilweise einfach auch Realität, muss man auch immer ganz klar sagen. Ja, jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns nochmal ein Video von dir an. Gerne. Was hast du mitgebracht? Wie kannst du haben wir ja schon angeschaut vorhin. Genau. Genau, mein erstes Single habe ich mitgebracht, normalerweise. Ha. Die kam im Januar raus. Die habe ich auch hier gespielt im Khan Jam. Ja. Die genau. Ich dabei. Apropos übernächste Woche auch wieder Khan Jam. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Jetzt. Los geht's. Los Film geht's. Film ab. Dir mein Handschlag erst verdient. Red ich vom Profit, mein ich Geld vom Drogendealer. Normalerweise hast du dich im Viertel zu benehmen. Fordest du Respekt, musst du deinen Respekt zugeben. Ich lass die Kasse klingeln, das Blut an der Klinge. Was ich hab in meiner Nachbarschaft, passieren so manche Dinge. Verbringe meine meiste Zeit im Keller, trainier. Mein Instinkt verlässt mich nie. Ich rap im Ghetto, Geschichte Street. Ist für euch ein Hobby, doch ich mach's aus purer Leidenschaft. Erklärt den krassen Rappern, wie man richtig Packets packt. Schwänzen größten Dreck, hab keine Ahnung, wie man Scheine macht. Illegales Handwerk, was für schwarz war, du Haufen, sag gelabert von Kachs. Seid selber Moschis, euer Schwanz ist eingeklemmt zwischen Röhren, Jeans und Pussy. Man macht sich drüber lustig, dass du dich Gangster-Rapper nennt. Dein Mixtape, nein, das will ich nicht, nicht mal für Geschenk. Seid zwar in den Charts, aber wo seid ihr denn um Mitternacht? Den Club macht ihr auf Football, ihr und seid ihr nur mit Bodyguards. Fatzen heuchelt Liebe für eure Viertel, für eure Zahl. War jahrelang nicht da, hab nicht mal Latscher, kein bezahlt. Ihr vergessen, von woher ihr kommt. Ist jetzt an dem Armutisch aus Fällen aus Gott. Ja, ja, seid geblendet von Ruhm und Erfolg, ja, da, 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 da. Normalerweise musst du dir mein Handschlag erst verdienen. Red ich vom Profit, mein ich Geld vom Drogendealer. Normalerweise hast du dich im Viertel zu benehmen. Fordest du Respekt, musst du dein Respekt zugeben. Wenn mich jemand prägt, was ich mach, sag ich, ich hab die Street studiert. Sorg mit diesen Lines, dass du die Lust an deinen Dreck verlierst. Ich bin ein Kind der 90er, ein Sohn von der Straße. Egal wohin ich geh, vergess ich nie, woher ich komm. Ihr Strich, ja, kreischt ein Mike, als wollt den Rap vergewaltigen. In manchen Ländern wird der Mann mich sicher dafür steinigen. Lass dir mal deine Zurechnungsfähigkeit bescheinigen. Wenn du nicht mal raus hast, dass deine Tracks gebreitet sind. Doch im besten Fall machst du einen auf Escobar. Sitzt in einem Siebener und fliegst bei mir auf Kommi an. Deine Strafen kommen nicht gegen meine Bewährung an. Was für real ist, deine Texte holst du dir vom Songwriter. Bob ein paar Lines, beweis mir das Gegenteil. Bitte mal ein Bart und ne Computer-Dress zusammenschneidet. Mach doch Texte mit ner Message, deine Tracks sind langweilig. Technisch unterlegen, muss mein Anteil nur noch abgreifen. Ihr vergessen, von woher ihr kommt. Ist jetzt an dem Armutisch aus Fällen aus Gott. Ja, ja, seid geblendet vom Ruhm und Erfolg. Ja, da, 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 da. Normalerweise musst du dir mein Handschlag erst verdienen. Red ich vom Profit, mein ich Geld vom Drogendealer. Normalerweise hast du dich im Viertel zu benehmen. Forderst du Respekt, musst du dein Respekt zugeben.